AfD-Fraktionschef Axel Brösicke möchte sich mit seiner Partei für einen öffentlichen Hundeplatz einsetzen. Bisher gab es so einen nicht. Viele Brandenburger und auch Touristen haben aber oft den Wunsch nach einer Auslaufmöglichkeit geäußert. Deshalb hat die AfD nun eine Beschlussvorlage in die Verwaltung eingereicht. Laut Pressemitteilung des Fraktionschefs beauftragen sie die Verwaltung, einen Ort für ein eingezäuntes, für große und kleine Hunde geteiltes und mit entsprechenden Mülleimern und Tütenspendern ausgestattetes Hunde-Auslaufgebiet zu finden und bereitzustellen. Wir wollten von den Havelstädtern wissen, was sie von dieser Idee halten. Wie fänden Sie denn die Idee von einem öffentlichen Hundeplatz? Schrecklich. Warum? Weil ein Hund für mich ein Haustier ist und ein Haustier muss auch Freiheiten haben und muss nicht in der Stadt umherrennen, finde ich. Ich bin jetzt kein Städter, ich komme vom Land und dementsprechend. Also geht jetzt so um die Idee, in der Innenstadt einen eingezäunten Bereich sozusagen zu machen, wo die Hunde dann frei ohne Leine rumlaufen dürfen sozusagen. Weil sonst dürfen die ja nur an der Leine geführt werden und da dürften die dann ohne Leine sich ein bisschen austoben. Wäre das dann besser? Nee, also für mich kommt sowas nicht in Frage. Hunde sollen raus in der Natur. So ist das. Wie fänden Sie denn einen öffentlichen Hundeplatz? Das wäre der Traum. Das wäre ein Traum. Wir haben das schon so oft gesagt, die sollten hier eigentlich das ein Stück einzäunen, weil die Hunde brauchen das zur Sozialisierung, dass die sich frei bewegen können. Und das gibt es in Brandenburg nicht. In Berlin gibt es einen Bereich, da können die Tiere frei laufen und das ist für Hundebesitzer einfach, ja, ist ein Traum, ne? Ja. Ja. Wo würden Sie sich so einen Platz vorstellen können, außer hier vielleicht? Weil hier wird ja doch, hier gibt es ja noch viele Ideen und noch keiner weiß so genau. Genau, an der Malge könnte man einen Teil einzäunen, weil da ja auch ein großer Platz ist, aber da ist halt wenig Beschattung. Man braucht ja auch ab und zu mal ein paar Bäume, weil die Hunde müssen sich ja auch mal in Schatten legen können. Ansonsten, ja, wo haben wir denn hier noch einen Platz? Boah, das ist auch schon schlecht hier im Sonst Brandenburg ist direkt nix. An der Stadt, ne? Das wäre nur an der Malge da auf diesem Torfbereich, wo das mal abgebrannt war. Ja, und sonst hier. Und im Park, der ist eigentlich zu klein, weil da ja auch Leute spazieren gehen wollen. Die wollen ja auch raus. Ne? Also man braucht schon so eine Fläche. Und das wäre, ich habe ja gedacht, wenn ich das Geld hätte, würde ich das ganze Areal kaufen und das einzäunen für Hunde. Sobald die Fachausschüsse und die Stadtverordnetenversammlung ihre Arbeit wieder aufnehmen, wird die Beschlussvorlage in den entsprechenden Gremien zur Diskussion und Abstimmung gestellt. Dann wird sich zeigen, ob ein öffentlicher Hundeplatz in der Havelstadt möglich und gewollt ist.